Im letzten Video habe ich, oder in den letzten 7 oder 8, versucht, mir darüber im Klaren zu werden, was ich sowohl den alten Männern nicht so ganz abnehme, wenn es heißt, die seien weise und klug, weil ich sehe an mir selbst wunderbar, dass dem gar nicht so ist. Und zwar bei mir hauptsächlich deswegen, ja, weil ja meine Schulzeit viel zu lange zurückliegt und man sich ja nicht nur in den Podcasts dieser Welt weiterbilden kann, zumal die Fake News an allen Ecken und Enden im Internet lauern, aber nicht nur im Internet. Auf dem Büchermarkt habe ich festgestellt, ist auch so allerhand Fragwürdiges unterwegs, weil es natürlich immer um Geld geht. Geld, 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 Geld. Und da verkauft man den Ramsch und verkaufen tut sich der Blödsinn, wie wir wissen. Oder ist es nicht so? Ich stelle wieder die Frage. Verkauft sich Blödsinn einfach viel rasanter als komplizierte Themen, die man erstmal verstehen muss. Will heißen, Vorurteile, brauchen wir die? Also wir brauchen keinen Vorurteil gegenüber dem alten Mann. Wir müssen sein Wissen aber kritisch, oder sollen wir, sollten wir, könnten wir sein Wissen kritisch überprüfen, indem wir nachfragen, was hat er damals schon wissen können überhaupt, selbst wenn es ein Genie war, und was konnte er einfach noch nicht wissen. Konnte, bevor jemand zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit ein Feuer gesehen hat, überhaupt jemand wissen, dass es so etwas wie Feuer geben könnte? Ist das denkbar? Naja, wenn jemand ein Theoretiker ist, der sich sagt, unter diesen oder jenen Umständen wird etwas passieren, und wir haben noch keinen Namen dafür, aber das ist das, was man heute Feuer nennt. Ja, kann man drüber nachdenken. Aber ansonsten ist der Mensch ein Kind seiner Zeit. Und viel mehr als das, was man in dieser Zeit weiß, wird man eventuell nicht wissen, oder? Es sei denn, man ist in der Forschung tätig.